Neue Wege bei der Behandlung von Bewegungsstörungen von Pferden geht die Tierärztin Marta Lewandowski. Sie hat sich auf die Chiropraktik spezialisiert und ist seit 4,5 Jahren in eigener Praxis unterwegs. Zum Beginn einer jeden Behandlung lässt sie sich das Pferd in der Bewegung vorführen, um entsprechende Lösungsansätze zu finden. Mit ihren Händen spürt sie blockierte Gelenke auf und macht sie wieder beweglich. Ich konnte jetzt beobachten, von hinten im Schritt nichts Wildes, einfach nur, dass der linke Hüfthöcker etwas tiefer ist als der rechte. Okay. Im Vergleich bewegt sich alles, ist aber tiefer. Im Trab auf mich zu zurück fand ich nicht ganz, also ganz klar in der Bewegung, eine kleine Taktunreinheit, ne? Aber wenn Sie sagen, Sie haben schon gemerkt, dass er spannig ist im Rücken, dann denke ich mal, werde ich hoffentlich die Ursache dafür finden. Und also, ich überprüfe jetzt insgesamt die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Ich fasse hinten die Schweifrührbahn, also das Ende der Wirbelsäule. Und wenn ich es zu mir hinbewege und loslasse, sollte durch das ganze Pferd so eine ganz lockere Schlangenlinienbewegung durchgehen. Ne? Man sieht, das Pferd ist ziemlich beweglich, die Nasenspitze, die wippt sogar mit. Ich überprüfe jetzt aber Wirbel für Wirbel, ob irgendein einzelnes Gelenk doch sich weniger bewegt, als es sich bewegen sollte. Mit den Techniken der Chiropraktiker ist es möglich, unbemerkte Bewegungsstörungen zu erkennen und zu beheben. Also eine Justierung eines Wirbels ist völlig ungefährlich, weil es im natürlichen Bewegungsspielraum des Gelenks stattfindet. Wenn das nicht elastisch ist, sondern sich anfühlt, als würde ich auf etwas Hartes drücken, dann ist es eben nicht durch den vollen Bewegungsspielraum beweglich, sondern ja, blockiert, wie man so sagt. Und ich gehe genau dahin, also ich bringe das Gelenk bis zum Ende seines Bewegungsspielraums und gebe einen ganz kleinen Impuls dahin, der ist ganz schnell, dadurch brauche ich wenig Kraft, dadurch kann ich das Pferd auch nicht verletzen und überprüfe daraufhin, ob das Ganze wieder elastisch ist, meistens ist es das, und dann kann das Pferd das Gelenk wieder ganz normal benutzen. Auf einem gesunden Huf steht ein gesundes Pferd. Pferdehufe müssen in einem regelmäßigen Zeitabstand bearbeitet werden. Okay, sieht sehr gut aus. Hier bin ich auf der Höhe vom 6. Halswirbel. Wenn die Pferde sind sehr oft dort blockiert, weil einfach die Wirbelsäule des Pferdes hier so einen Knick macht. Also die Wirbelsäule geht nicht da oben lang, wie viele vermuten, sondern wirklich hier. Und in diesem Knick ist eine sehr bewegliche Stelle, aber auch eine sehr empfindliche Stelle beim Pferd. Also wo viel Beweglichkeit ist, da ist auch die Gefahr groß, dass eine falsche Bewegung passiert. Und der Wirbel blockiert und er möchte hier nicht so ganz gerne nachgeben, wobei ich im Moment das Gefühl habe, er weiß noch nicht genau, was ich machen will und will sich nicht ganz drauf einlassen. Wenn dieser Wirbel blockiert ist, ist auch die Muskulatur in dem Bereich sehr hart und sehr schmerzhaft. Das Pferd möchte nicht in die Tiefe gehen, möchte den Hals nicht fallen lassen und es kann auch hier wieder zu Stolpern oder Taktunreinheiten bis hin zur Lahmheit kommen. Es kann sein, dass die Pferde müde sind oder ruhiger als sonst nach einer Behandlung, weil alle Wirbel der Wirbelsäule durchbewegt werden und die Nervenendigungen, also die Nervenwurzeln, die austreten, so stimuliert werden, dass das Pferd ganz viele Endorphine, Glückshormone ausstößt und dadurch selbst beruhigt, also auch während der Behandlung ruhiger wird. Ich würde Sie jetzt bitten, 20 Minuten mit ihm spazieren zu gehen. Mhm. Es geht darum, dass das, was ich beweglich gemacht habe, sich noch ein kleines bisschen durchübt und durchschwingt und sich bei ihm in der Bewegungszentrale abspeichert. Denn die eigentliche Arbeit habe jetzt nicht ich gemacht, sondern macht sein Körper in den nächsten 14 Tagen. Ich habe sozusagen das Nervensystem neu programmiert, ne, wie auf Reset gedrückt, gesagt, so wäre es gesund. Und er muss es umsetzen.